So, neue Folge. Wir haben es geschafft, Feuer zu machen. Nach langem Überlegen. Und Erstmal dennoch Kaffee und Steak. ja, Kaffee und Steak zum Frühstück, ja. Im strömenden Regen. Wir haben es dann Gott sei Dank noch geschafft. Das ist doch ein bisschen wärmer. Oh, mein Fleisch ist gleich verbrannt. So. Wie kann ich jetzt das Fleisch da wieder runternehmen? Menü und dann runternehmen. Ja, da kann ich den Stock mit Fleisch runternehmen. Nee. Ach so, da unten. Ah, habe ich Genau, schon. dann nimmst du das, machst du da rein, dann kannst du es essen. Ah. So, machen wir gleich noch ein Steak. Warum schießen die da Ich unten? Das ist unglaublich, Mensch. mach schnell alle vier, die ich habe, fertig, dann hat man wenigstens was zu futtern. Ich esse natürlich schön im Wildsteak und du isst Menschensteak. Nein, ich esse Wolfsteak. Naja, bestimmt aus dem Menschen, den du geschlachtet hast. Nein, habe ich nicht. So, na, unser nächster Reiseziel müsste eigentlich dann wieder Stadt sein. Also erstmal. Erstmal durch die PvP-Zone, ne? Da wäre ein Auto jetzt natürlich besser. Wäre ja. Oh, wir können ja da oben ihn fragen, ob er uns mitnimmt. Da kommt auch an, wo der hinfährt. Nein, die Leute haben eine Aggression da unten in der Stadt. Unglaublich. Ja, es werden bestimmt Leute sein, die direkt nach der Safe Zone hier warten. Jetzt hatte ich meinen schönen Helm und meine Brille. Sieht süß aus. Sehr schick, ja, sehr schick. Hallo? Du setz dich, mach dir Setz was zu dich essen, mach hin. dir was zu essen. Ja, du musst Tabletten fressen, ja. Das ist ein Pole. Der hat einen polnischen Helm auf. So, da habe ich mal einen Stick verdrückt. Ja. Oh, was ist denn hier los, Mensch? Genau, nach der Safe Zone. Ich habe bis für meine M24 auch eine Scope. Ich glaube, damit wir überleben und wieder zurückkommen, brauchen wir einen Panzer. Besorg mal einen. Ja. Da schießt anscheinend jemand einen Bär oder sowas. Wieso? Hört sich so an, so ein die ganze Zeit, als ob da sich ein großer Bär übergeben muss. Meinst du, sie halten sich länger, die Steaks? Ist Oder mir so verrotten die? kalt eigentlich? Nee, die kannst du liegen lassen. Okay, also mir ist heiß, also ich muss gleich weg vom Feuer. Ja, ne, ich bin ja gerade nicht am Feuer, aber mir ist gerade übelst heiß, übelst kalt. Also ich bin schon bei Gelb auf der Temperatur. Ich meine nicht, dass wir jetzt die Steaks hier 2 Tage mit uns rumschleppen und dann sind sie verrottet, dann war die ganze Arbeit hier umsonst. Nee. Schauen wir mal. Oh, ist hier eine Kühltasche oder sowas? Ich werde sie mal in den Topf packen. Haben wir noch ein bisschen Platz.
Liegt doch auf dem Zeug, ne? USMC, komm, makellos. Er hat ihn ja alles liegen lassen hier gerade. So. Alle Fleischsorten dort. So. Dann werden wir mal den Topf in die Hand nehmen. Und schmeißen wir mal ein bisschen Fleisch rein. Wo habe ich jetzt eigentlich schon wieder meine Wasserflasche hingemacht? Ja, stimmt. Ja, nee, stimmt, die habe ich ja. Ich habe ja so eine Taschen. So, jetzt habe ich mal alles in den Topf reingelegt. So. Passt. Ja, erst lag auch hier ein Haufen rum. Magazine lagen hier rum und Racks und hier eine Pistole liegt, hier eine Glock. Ich weiß, das ist immer so hier. Leute schmeißen halt alles weg. Aber echte. Und ich habe einfach mal eine Glock verkauft, die ich dort gefunden habe. Funkgerät. Ich wollte mir noch was kaufen schnell, aber ich weiß es nicht, wie das. Wie finde ich denn das? So, den Typen mit. Haben wir mal wieder 50 da drauf. So. Ah ne, mein Gott. Falsch. Deposit. So. Kann man für 50 Euro oder Rubel die Glock verkaufen. Ja, Geld ist Geld. Eben. Liegt denn hier? Eine Pistolentaschenlampe liegt hier. Wo finde ich jetzt den Kaktus? Hier ist so eine Schneide fürs Messer. So eine Messer. Scheide, weißt du? Achso. Ja. Gibt's nur Klamotten, ne? Wie du angestupst hast. Hier gibt's nur Munition, oder? Handguards. Schulterstütze. Visier, Kompensator. Und Buttstocks. Ja, hier nicht. Hier gibt's noch Waffen. Dann weiß ich jetzt auch nicht. Radmutternschlüssel. Bärenfalle. Chlortabletten. Lagerfeuer, Dreibein, schau. Handschellenschlüssel. Munitionskiste. Wagenzelt. Da gibt es sogar Kühlschränke zu kaufen. Da kannst du alles kaufen für die Base und so. Und eine Kühlbox. Apfelkiste. Munitionskiste. Gartenkalk. Teddybären. Party-Zanker-Zigaretten. Maßband. So, ich weiß nicht, wollen wir zum Wett machen, oder? Ja, gehen wir mal runter nach Gorka, ja. Das Feuerchen ist schon aus. Ich würde sagen, wir versuchen irgendwo durch den Wald zu schleichen. Hier. Marker ist gesetzt, ja. Da werde ich auch mal gleich einsetzen. Gorka. Ist jetzt mal auf Hospital. Ah, da hinten, okay. Jetzt wissen wir immerhin, wie man ein Feuer macht. Schon mal sehr, sehr cool. Das ist das Einfachste, haben wir nicht gewusst. Komm, wir haben 25 Sekunden, um nach Gorka zu kommen.
Machen wir eh nicht. 990 Meter noch. Zombie rechts. Nimm mal eine Waffe in der Hand. PvP-Zone. Also am besten keine Pumpe. Irgendwas, was schnell schießt. Ich habe keine Pumpe. Genau, da wird geschossen aus der Richtung. Ja, aus Gorka. Hm. Zombie links. Und rechts. Der Typen ist so kalt, warum ist denn so kalt? Ich hab komplett eigentlich warme Klamotten an. Ich weiß nicht, gar nicht. Eine Kampfanzugsjacke, eine Combat Pants. Keine Ahnung. Auch Spoiler. Guck da. Bei einer Meter noch, da war ein Gorka drin, aber die PvE-Zone ist ein bisschen eher. Brauchst du Ingame rein? Achso, oh, sorry. Falschen Knopf gedrückt. Haben noch ein Stück, dann sind wir über die Grenze im PvE dran. Noch schaffen. Mal hinter den Häusern lang hier. Eigentlich sind wir über die ganz. Also 5, 4, 2, 1, so. Ja. Jetzt sind wir wieder auf PvE. Na, Gott sei Dank. Typen ist trotzdem die ganze Zeit kalt, ich weiß nicht warum. Bei mir geht gerade wieder die Dings wieder hoch. Die Temperatur. Leicht, nein, jetzt geht's wieder runter, jetzt bin ich wieder blau. Hallo, 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 wer schießt denn hier? Der dabei. Tote Seele Buch hat er dabei. Boah, cool. Eine alte Hockeymaske habe ich jetzt mal aufgesetzt. Sieht cool aus. Hat der Infizierte dabei gehabt. Und noch ein MBC-Bag, eine Erste-Hilfe-Tasche auch noch, aber haben wir eigentlich genug. Habe ich noch Radiation Blocking Tabletten? Nehmen wir auch mal vor, jetzt haben wir noch mal mit, wa? Kochsalz, OP-Hose, Hose. Kommt geschossen. Ja, ich habe ein Dings mitgenommen. Umgehauen, ein Zombie. Alter, bei dem Typen da, Alter, der sammelt einen Haufen Zombies da, was ist mit dem? Alter, was hast denn du für Langeweile da oben? Oh, ich hab Zigaretten gefunden. Mitgenommen, verkaufen. Es looks funny. Verbannt. You need help or?
die dunkle Horde ist, dass die hat angezogen, denke ich mal. Oh, oh. Ja, die. Ich oh ja. Oh fuck. Hilfe! Hilfe! Komm rein ins Krankenhaus. Wo bist du? Im Krankenhaus! Hier, komm rein. Hier schon zu. Schon geil. Scheiße, ich krieg sie nicht abgeschossen aus dem Fenster. Ich sehe sie nicht. Wo sind sie denn jetzt? Gerade? Ja, ja. Hab ihm geholfen, ein bisschen da hinten. Hier noch rum. Erste Hilfetasche. Man sieht ihn so ein bisschen schlecht, ne, da draußen. Wo ist der hier, Alter? Ich sehe ihn nicht. Der ist direkt vor der Tür hier unten. Ich sehe ihn, aber komme nicht ran. Ah, hier unten ist er. Komm denn da noch? Haben wir noch vor der Tür stehen? Ich höre keinen mehr. Sind alle gewesen, wa? Ich glaube, ja. Da hinten kommt noch einer gerannt. Schau, da hinten beim Haus. War der schon down? Alter, leck mir am Arsch, da daran immer noch so viel über dem. Jetzt sicher die dunkle Horde irgendwie. Na, weißt du, was ich meine? Ja, der hat doch hier sein Auto drin, ne?